So, da bin ich wieder zurück. Wir haben noch 5%. Und da müssen wir noch diese anderen Typen belegen. Und das dauert auch Ewigkeiten. Ewiglichkeiten. Nun stirbt doch endlich, du Drecksau. Man, Mann, dass die sich immer so produzieren müssen. Yay! So, jetzt muss ich aber die noch töten. Schade, dass die nicht automatisch kaputt gehen. Kann ich das mit irgendeinem Kampf die Rolle wechseln? Nee, ne? Schade. Das sah ziemlich übel aus. Und die haben natürlich auch mega viel Lebensenergie. So, einen hätten wir schon mal. Man könnte die ja natürlich auch währenddessen so immer so mal wieder so anhauen. Um sie dann am Ende Platz zu machen. So. Jetzt stirb doch gefährlichst. Tippe zu schnell für mein Internet. 60, nee, eigentlich nicht. Vielleicht doch zu schnell für den Server. Der kommt nicht hinterher mit meinem Tippverhalten. Lalalala, Panzerdroide. Na, also. Endlich. Endlich ist es vorbei. Habe ich das jetzt bekommen? Ja. Was ist das? Tropische Kopiro-Palme. Oh, schick. Die sieht wirklich schick aus. So ein bisschen wie die von Rishi. Von Rishi. Haben sich von Rishi inspirieren lassen. Ich glaube, ich lasse die hier noch und gebe diesem meinem Orexus, damit ich wenigstens einen Charakter, einen PvP-Charakter, und der Oxus ist im Moment am besten ausgerüstet, also ich zumindest einen PvP-Charakter habe, der übergelevelt ist. Weil hier bin ich, glaube ich, 50, Oxus glaube ich auch, also ist theoretisch egal. Egal, wir öffnen mal die Kiste, vielleicht finden wir ja Gear hier drin. Und wir haben nur, was, wieso nur 5? Ich dachte, die Token wurden verdoppelt, deswegen habe ich es mir aufgehoben. Haben sie es jetzt doch nicht gemacht? Verstehe ich jetzt gar nicht. Ich dachte, die wollten das in diesem Update machen. Und hier kann man noch in 22 nicht 50. Bei anderen bin ich höher. Ist egal. Ja, diese Dinger sind ja vermächtnisübergreifend. Lustigerweise tauchen die hier noch auf. Aber ist egal, man kann die auch nicht aktivieren oder so. Egal, ich nehme das mal mit, oder? Ich lasse es. Ich gebe das zu Rexus. Dann habe ich wenigstens einen Charakter, der gut ausgerüstet ist. So, ich komme hier nicht durch, wieso nicht? Warum nicht? Wieso ist da das Energiefeld? Wieso können die das? So, weiter. Weiter geht es. Fabrilogistik. Ich freue mich überhaupt nicht auf den Endboss, weil der wird genauso lange dauern. Das sah ziemlich übel aus. Aber nichts. Schon gut, beziehungsweise euch kann es relativ egal sein, weil ich schneide das dann eh wieder. Wenn es so lange dauert wie eben, dann schneide ich das wieder so zusammen. Stirbt auch. Hier merkt man das Gear, also dass ich kein Gear habe. Macht so wenig Schaden oder. So wenig Schaden, um die Gegner schnell platt zu machen. Jo, nee, da will ich nicht hin. Da gehe ich nicht hin, ganz bestimmt nicht. Da gibt's da was zu essen.
Habt ihr was zu essen da drüben? Ne, sind nur Druiden, die haben nichts zu essen. Höchstens Öl, Altöl. Aber... So, das hätten wir. Genau. Was wollte ich gerade sagen? Kann man eigentlich die auch verkaufen? 120 Credits, das ist ja ein bisschen mau. Gürtel des Kampfsoldaten vom Reich der Schiss. Ja. Ich hab einen Gürtel. Geilo. Verbrenne in meinen lodernden Flammen des Zorns. Hätte ich eigentlich als Grey sagen müssen, weil mein Grey ist nämlich Zorn des Imperators. Da hätte das gepasst. So. Die haben auch Feuer. Aua, aua, aua. Nicht hauen, bitte. Aua, 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 aua. Ups. Den hätten wir. Dennoch. Jetzt schicken die ihre Druiden vor, anstatt Blut und Fleisch. Feige. Ja, die haben es wohl verschissen, diese Typen. Ach ja, hier kannst du so schöne Spiele machen. Ich schätze mal, dass es hier hinten dann. Oh, das ist was Grünes zum Anklicken. Magnetischer Befestigungspunkt. Das ist ja. Ich muss hingucken. Ich kann nicht anders. Ich muss gucken, was ist das? Das ist wahrscheinlich später für den großen oder die größeren Flashpoints. Vielleicht irgendwie eine Bonus. Bonusboss oder so. Ich muss da hingucken. Hier, guck mal, was ich da hinten so auf dem Rücken gefunden habe. Das macht Bumm! Oh, der Bumse macht und unten ist er. Oh, ich muss mal wieder Bud Spencer gucken. Bud Spencer und Terence Hill. Die beruhigen mich immer so, die Filme. Die habe ich auf Schottland mitgehabt. Auf so eine WLAN-Festplatte. Oder Festplatte mit WLAN-Funktionen. Komm nochmal ran. Und da konnte ich die gucken. Das war echt nice. Ich habe auch Fernsehen geguckt in Schottland. Das ist ziemlich lustig. Die Comedy-Show war ganz lustig. Ich habe so eine Comedy-Show gesehen. Dann habe ich so eine Kindersendung gesehen. Ich weiß das gar nicht. Ich habe das, glaube ich, zum Teil aufgenommen. Ach ja, da war ein Clown. Genau, ein Clown, der dann... ich gehe jetzt auf den Bauernhof oder ich brauche jetzt Stiefel mit Punkten drauf und so. Genau, da wäre ein gepunkteter Clown. Und der hat dann mit seiner Magie irgendwas gemacht. So, jetzt sind da Leute gelandet. So, wenn ich jetzt hier hingehe, was mache ich dann? Hey, guck mal da. Ich hab eine Abkürzung gefunden. Nee, doch nicht. Ich schätze mal, dass man die Sachen dann irgendwie aktivieren muss oder so. Oder deaktivieren. Vielleicht kann man da irgendwas machen. Es ist auf jeden Fall interessant, hier rumzulaufen. Komm, wie schieben die mal zusammen? Ich hoffe, der schubst nicht. So habe ich mir das gedenkt. Bams. Nice. Overwatch muss ich mal wieder spielen. Ich habe schon so lange kein Overwatch mehr gespielt. Das wird schon wieder. Ich habe mir für so ein Turnier angemeldet. Muss ich üben. Ja, leg dich da mal hin. Ich leg mich gleich dazu. Ah, ich war beim Friseur, wo ich das gerade gesagt habe. Ich leg mich gerade vor, ist ein bisschen komisch, dass ich das in Verbindung bringe irgendwie. Krieg ich immer eine Kopfmassage und ich hätte so gerne mal eine professionelle Kopfmassage. Das wäre bestimmt ziemlich cool. So eine richtige Kopfmassage ist bestimmt cool. Kann ich mir vorstellen. Die macht immer so Öl an, so ein Haaröl rein immer. Zum Schluss und dann massiert sie den Kopf noch. Also massiert das Öl eigentlich rein.
und ist wie so eine kleine Kopfmassage. Das ist total entspannt irgendwie, weiß ich nicht. Ich finde Haare schneiden sowieso total entspannt. Das ist schon immer, die Friseure, die sind immer, die erzählen ja immer normalerweise was, ne? Und die erzählt schon gar nichts mehr bei mir, weil ich sitze immer so, wie so, keine Ahnung, wie so wie ein Trance, weil das irgendwie, Haare schneiden ist bei mir irgendwie, so beruhigend irgendwie oder so entspannend. Ja, entspannt ist das bessere Wort. So entspannend und dann, keine Ahnung, das ist ganz komisch. Ganz komisch bei mir. Könnte ich mal einpennen bei. Meine Informanten berichten mir, dass Center schon seit einiger Zeit Geheimnisse der Allianz und der Chiss sammelt. Wenn ihr euch in die Terminals vom Haus in Rukini hackt, können wir herausfinden, was sie wissen. So, ich gehe jetzt zu denen. Und nutze gleich alle drei. Oder. Treffe gleich so. Ja. Genau, nee. Friseur war ich heute, weil ich zuerst musste und am Wochenende halt. Gut, ich. Doch, am Wochenende. Übermorgen ist der Freitag, ja. Und wenn es rauskommt, war ich schon. Da bin ich gerade beim Standesamt mit Freunden. Also ich nicht. Also ich bin noch Single, liebe Damen. Aber die Freunde heiraten. Freunde der Familie, so, sagen wir so. Und dann bin ich und gucke zu und fotografiere. Ich habe mir extra zu diesem Anlass einen Blitz gekauft mit ETTL. Habe festgestellt, dass es eigentlich dass man manuell besser wäre, weil ETTL, ihr kennt, wenn ihr so eine DSLR habt, zum Beispiel Canon, Nikon oder so, gibt es ja den P-Modus. Das ist der Anführungszeichen Profi-Modus, sagt man so gerne. Das ist der Programmautomatik. Und da entscheidet die Kamera alles. Von Belichtung, ISO, Blende, alles. So, sagt er jetzt was? Typische Star Wars-Musik, aber ich höre da immer Scharfschützen. Ach, deswegen. Hier sind. Ja, habe ich einen Blitz mir gekauft. So einen geilen. Und ich habe mich vorher nicht informiert. Leute, informiert euch vorher. Macht euch nicht den Fehler wie ich. Und für 10 Euro mehr, ja, der Blitz hat 80 Euro gekostet, weil er moderner war und ETTL konnte. Das ist wie so eine Art dieses Programmmodus für Blitzen. Das heißt, du musst nichts einstellen, sondern da entscheidet die Kamera, beziehungsweise der Blitz über die Kamera, wie das Blitz belichtet ist. Oder wie er blitzen muss, damit es perfekt belichtet ist, das Bild. So. Das ist jetzt. Der haut ab! Das ist illegal! Komm, ich bring's zu dir. Oh, schade. Und, wenn ich 10 Euro mehr ausgegeben hätte, dann hätte ich diesen Blitz bekommen können mit Funk integriert, mit Funkauslöser integriert. Das hätten wir. Das wusste ich nicht. Und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das natürlich gemacht. Jetzt müsste ich. Jetzt habe ich zwar so einen geilen Blitz, der ETTL kann, aber nicht keinen Funkauslöser intern verbaut hat. Jetzt muss ich nur extra Teile dazu kaufen. Jetzt habe ich mir Funkauslöser gekauft, weil ich ganz gerne auf der Party dann später den Blitz irgendwo hinbauen möchte. Und dann entfesselt blitzen, so nennen die Profis das. Das heißt nicht als Aufsteckstativ, sondern auf einem Stativ dann. Ich habe mir so einen Halter dazu gekauft, da werde ich auf mein normales Fotostativ werde ich das draufbauen, weil ich kein Dingstativ habe. Und werde dann, keine Ahnung, von links blitzen, von rechts fotografieren, irgendwie sowas oder solche Spielchen halt so. Ein bisschen rumprobieren. Eigentlich benutze ich das, um ein bisschen das Blitzen zu üben. Zumindest auf der Party dann. Ja, und habe mir jetzt so einen einfachen gekauft. Es gibt auch so große oder bessere, die können mehr, die können auch Gruppen. Da kann man mehrere Blitze auf einmal verwalten. In Gruppen stellen und in Gruppen, ja, blitzen. Und dann sagst du, okay, der eine hat eine Belichtung von, keine Ahnung, 1/8. Und der nächste, die anderen sollen nicht so hell sein und haben dann von 1/32 oder sowas. Keine Ahnung. Und die kannst du in mehreren Gruppen machen und die blitzen dann automatisch über diesen einen Empfänger. Das ist das Bessere. Und ich habe mich für den kleineren entschieden. Der kann nur
Blitzen ja, Blitzen nein. Mehr macht er nicht. Also der löst nur aus, also der löst wirklich nur aus. Der macht keine Entscheidung oder irgendwie sowas. Einfach um Blitzen selber zu lernen, weil dann bin ich mich gezwungen, in meinem manuellen Modus zu blitzen. Das heißt, ich muss die Belichtungs- oder die Einstellung alle selber wählen. Wie beim Fotografieren selbst auch. So habe ich das ja auch angefangen. Ziemlich übel aus. Und dann übe ich da so ein bisschen. Naja, jetzt habe ich noch eine Handschlaufe dazu bestellt. So. Achso, ich dachte, ich müsste abhauen. Gut. Dann bin ich mal gespannt, wie das so läuft. Damit sieht sich total professionell aus. Oh, sehe ich so schon. Das kann ich sogar aus Erfahrung sagen. Ich war in Schottland, war ich ja, habe ich erzählt vorhin. Und da habe ich auch Stativ dabei gehabt und mein geiles Ultra-Weitwinkel-Objektiv. Ein Sigma. Ein Sigma 18-35-1.8 Art. Also schon professionell. Auf professioneller Ebene. Sagen wir mal so, die günstige professionelle Ding ist. Und ich wollte, weil ich wollte halt ein wirklich gutes Objektiv. Das Foto hängt nämlich nicht an der Kamera tatsächlich, sondern am Objektiv. Und da habe ich mir halt so ein besseres gekauft. Und sah dann wohl angeblich, also ich sah dann wohl total professionell aus, als wenn ich das könnte. Und hat das aber erst seit 6 Monaten dann oder zu dem Zeitpunkt 4 Monaten gemacht. Und ja, das sieht ja schon professionell aus. Aber sagst du, ja, ist auch, ja, schön. Ich habe erst vor 4 Monaten angefangen. Ja. Weil ich halt mit, ich habe mit Filtern, ich war auf so einem Wasserfall, waren wir da. Und ich habe mit Filtern gearbeitet, damit ich länger belichten kann, um den Wasserfall, um das Wasser schön glatt zu ziehen. Wie ich sehe, habt ihr unsere Verräterin kennengelernt. Habt ihr euch um euren Verräter gekümmert? Er ist fort. Anscheinend hat Theron Shan uns beide verraten. Er wollte kein Asyl auf Copero. Er war hinter dem hier versteckten Chiss-Relikt her. Meint sie die Holokarte? Kann mir das bitte jemand erklären? Vor langer Zeit stahlen einige Chiss-Agenten dem Sith-Imperator eine Holokarte für den Fall, dass unsere Abmachung mit dem Imperium gebrochen werden würde. Auf ihr sind die Koordinaten der größten Geheimnisse des Imperators verzeichnet. Diese Holokarte wird hier auf Copero versteckt und nur die ranghöchsten Chiss können darauf zugreifen. Shan wusste das und er hat mich ausgenutzt. Er hat sich in meine persönlichen Aufzeichnungen gehackt, um die Position der Karte zu erhalten. Sobald er hatte, was er wollte, hat Shan meine besten Kämpfer genommen und mich im Stich gelassen. Theron muss euch doch gesagt haben, was er mit der Holokarte tun will. Ich kenne die Details nicht, aber meine Spione haben genug mitbekommen, um sicher zu sein, dass wir alle in Gefahr sind. Commander, Shan hat sich einer Gruppe angeschlossen, die nach einer mächtigen Waffe sucht. Einer Waffe, die ganze Zivilisationen auslöschen kann. Sie wollen die Waffe gegen euch und die Allianz einsetzen. Die Karte wird Theron direkt dorthin führen. Wollen wir doch mal sehen, wo ihr euch versteckt. Ich wusste es. Von allen Planeten der Galaxis. Dann ist unser Ziel klar? Ja. Vertraut meiner Vision, Shan. Ihr werdet nicht scheitern. Ich hoffe, ihr habt recht. Um unser beider Willen. Z.
sieht aus, als hätten wir nun einen gemeinsamen Feind. Ich habe euch die Koordinaten von Shans Position geschickt. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr ihn aufhalten. Einen Moment, Commander. Wie ihr wisst, hat Syndik Center die Chiss verraten. Offiziell können wir nichts dagegen unternehmen. Aber ihr schon. Wenn ihr Center beiseite schafft, wäre euch die Dankbarkeit des Reichs der Chiss sicher. Ich kann möglicherweise sogar eine Allianz aushandeln. Das würdet ihr nicht wagen. Ich bin der Kommandant der Allianz. Ich lasse mich nicht dazu herab, eure Drecksarbeit zu erledigen. Ihre Eliminierung bringt euch ebenfalls Vorteile. Die Syndik hat Allianzgeheimnisse gekauft. Ihre Taten rechtfertigen doch zumindest eine Inhaftierung. Ich wollte damit nur meinen Leuten helfen, Haus Inrokini beschützen. Würde die Allianz nicht genauso handeln? Wenn Santa am Leben bleibt, gibt es kein Bündnis. Es ist eure Entscheidung, Commander. Lana, wir brauchen einen Gefangenentransporter. Bringt sie zurück nach Odessen. Sofort. Ich sollte wohl dankbar sein. Das ist enttäuschend. Ich habe Centers Positionskoordinaten erhalten, Commander. Gehen wir. Theron wird nicht noch einmal entkommen. So. Syndik Center. Sepp Zenyatta besiegt. Was habe ich jetzt gekriegt? Was ist das? Ein Umluftsystem. Das sieht da. Ich wollte schon immer mal ein Umluftsystem haben. Besonders hier bei mir im Zimmer. Dann müsst ihr nicht ständig... wo muss ich denn da hin? Ach, ich habe noch gar nicht alle Vorräte gemacht. Ich habe noch nicht alle Dings gehackt. Und ich habe noch nicht alle abgehört. Okay. Ist egal. Wie lassen die aus? Ich meine... Oder? Und die kommen da eh nicht mehr hin. Doch. Ah, nee. Ach, komm. Egal. Wie lassen die... Nee, Mission aus. Ist jetzt egal. Die gibt's im normalen Flashpoint dann wahrscheinlich auch. Runter! Okay. Jawohl, jawohl, jawohl. Dann muss ich mir noch hab mich so ein bisschen informiert über Partyfotografie. Ja, man muss ja alles können. Du musst, wenn du zum Schluss Party wird hauptsächlich mein Ding sein, meine Aufgabe, weil die professionelle Fotografin oder die Fotografin, die dafür Geld kriegt, ist ja eine professionelle dann. Haha. die macht diese ganzen formalen Fotos. Und ich soll zwar auch mit von diesen Fotos da machen, aber die ist dann halt der Hauptsache verantwortlich. Nur ich bin dann an einer Party dann. Das heißt, ich darf dann im Dunkeln fotografieren, ne? Wir spielen nicht fällt, dass wir dann kriegen. Aber egal, das übt. Und ich habe halt den Druck und die Zuversicht und die Hoffnung. Man darf niemals die Hoffnung verlieren, meine Freunde. Dass ich dann tolle Fotos machen werde, da freue ich mich schon drauf. Ein bisschen aufgeregt, weil die müssen. Ich hab so. Weil Hochzeit macht man nur einmal und also im Idealfall. Ja. Sagen wir so. Ich will dann auch nicht nur rumprobieren und ausprobieren und selber üben, sondern schöne Fotos machen. Und ich möchte ja ganz gerne auch Spaß haben. Also, Spaß habe ich sowieso, weil ich fotografiere, weil das macht mir tatsächlich viel Spaß. Und aber so, ein bisschen, keine Ahnung. Was sie da haben. Jack Daniels Cola oder sowas. Guinness werden sie ja wohl nicht haben. Ich glaube nicht, dass die das ist ein standarddeutsche Kneipe. So ein altdeutsch Kneipe, so typisch. Ja, ne? Sondern, was sind das für Dinger? Ach, das haben die auch Wompas hier drin. Und da werden die wohl kein Guinness oder Kilkenny haben, was ich normalerweise trinke, weil das mag ich sehr gerne. Kilkenny und Guinness. Und so habe ich mit Bier angefangen. Ich mochte als Jugendlicher sowieso nicht, aber. Als 18-Jähriger und sowas, ich mochte gar kein Bier. Ich fand, oder Alkohol allgemein, das fand das total eklig. Und habe dann, da war ich in Köln. Hab dann einen. War das Köln? Ja, ich glaube in Köln war das. Hab einen Kilkenny getrunken mit meinem Vater. Ich war dann mit meinem Vater bei der Star Wars Ausstellung. Star Wars Infinity oder so? Ich glaube Star Wars Infinity ist die. Und da habe ich, waren wir in so einem Pub und da habe ich ein Bier und ein Whisky getrunken. Und das. Das hat echt geil geschmeckt. Also das Bier, das war mild, aber das war nicht so, weil ich mochte dieses herbe Kram. Das hat mir gar nicht geschmeckt, aber das hat mir dann geschmeckt. Mag auch sein, dass es, inzwischen mag ich auch
das heimische Bier hier, das Gute, mag ich auch. Aber wenn, dann trinke ich, wenn ich die Bahn habe, trinke ich eher Guinness oder Kilkenny. Das Geile ist ja, das Bier, was hier kommt, oder das Rezept, das gibt es nicht nur hier, beziehungsweise es gibt, wie soll ich das sagen, in München. In München gibt es ein Hofbräuhaus. Die Chefs haben diese Bestien als Hüter ihrer wertvollen Geheimnisse eingesetzt. Und um auf diese Geheimnisse zuzugreifen, ihr müsst ihr Vertrauen gewinnen, um hinüberzukommen. Und das Hofbräuhaus wurde extra dafür gebaut, um das Bier nachzubrauen, was es hier gibt. Und das haben die in Bayern nie geschafft. Oh, ich habe Früchte bekommen. Achso, dann kann ich den vielleicht füttern. Und so lange, bis sie halt einen, ja, mit Geld abgeworben haben. Ja, so einen Typen. Und dann haben sie es nachgebraut und seitdem gibt es dieses Bier da. Ich weiß nicht, ob sich das auch, das Rezept dann auf die anderen Brauereien ausgewirkt hat. Das kann ich nicht sagen, aber das Hofbräuhaus, das hat zumindest mal nach Rezept des hier ansässigen Brauhauses gebraut. Und das Brauhaus, das hier braut, baut halt immer noch so. Und, ja. Ich habe diese Prüfung schon mal gesehen. Ein Logikpuzzle. Seid vorsichtig. Eine falsche Bewegung und ihr löst eine der unzähligen Fallen von Copero aus. Okay, Logik. Scheiße. Dampfkanalverteile. Finde einen Weg, der dich tiefer in durch den Tempel. Achso, ich muss da durch.